So sieht einer aus, der im gesetzten Alter seine Unschuld verliert. Also die flussdurchquerende Unschuld. Willkommen zu Teil 4, Abenteuer Island mit dem Allradwohnmobil. Was steht diesmal auf dem Programm? Wir haben Offroad, wir haben Gletscher, wir haben Flussdurchquerung und grandiose Pisten. Also auf geht's. Ich gehe jetzt da hinten in diesen Canyon rein, das soll ganz hübsch sein, und dann warte ich noch ein bisschen, wenn ich hier wieder rauskomme. Vielleicht zieht es auf, also das könnte sein, dass es so ein Küstennebel ist. Da vorne an der Küste hat es jetzt ein paar spektakuläre Fotospots. Wenn man allerdings nichts sieht, es ablädt. Kein Geologe, aber die unterschiedlichen Gesteinsorten, die es hier so hat. Faszinierend. Beim Wandern in Island heißt es ja immer, nimm Neoprenschuhe mit für die Flussdurchquerungen oder halt ein Handtuch und zieh die Schuhe aus. Hier ging es dann irgendwann nicht mehr weiter für mich. Offizielle Straßen und Pisten auf Island, die keinen Straßenbelag haben, heißen F-Roads. Und auf der anderen Flussseite habe ich eine F-Road entdeckt, allerdings keine Dokumentation dazu. Und da dachte ich mir, da gehe ich mal hin und ein bisschen spielen mit dem Dicken und mal gucken, was so geht. So, wie man unschwer erkennt, habe ich rumgedreht. Das ist schon ein bisschen speziell. Das Auto macht das hervorragend. Ich habe aber noch nicht so arg viel Erfahrung. Von daher ist das jetzt jenseits, es ging jetzt dann jenseits meiner Wohlfühlgrenze. Jetzt probiere ich mal, ob ich sauber zurückkomme. Dann haben wir unseren Skill-Level ein bisschen erhöht und beim nächsten Mal geht dann noch mehr. Also, was unterscheidet jetzt eine F-Road von einem normalen Feldweg? Nix. Wahrscheinlich vielleicht einfach nur, dass das von der Gemeinde oder so präpariert ist. Also ging gut. Es ist wie immer so mit Hardware. Das Fahrzeug oder die Hardware kann mehr als der Fahrer im Augenblick. Deswegen habe ich auch umgedreht. Faszinierend, was der Laster hier durchzieht. Also da guckst du manchmal aus dem Fenster und siehst nur noch Schotter, weil es so steil hochgeht und du denkst so, im Leben nicht. Und ja, fährt einfach hoch und runter geht dann eh. Also das ist faszinierend. Ich habe noch nicht mal Luft abgelassen. Ich bin jetzt noch mit dem normalen Straßendruck gefahren. Jetzt hatte ich aber viel Offroad für heute. Jetzt reicht's. Bewege mich jetzt auf den nächsten Campground und leg die Füße hoch. Vestrahorn auf Island. Das ist so der Hotspot für die Fotografen und auch für viele Touristen. Was ist da so spannend? Dieses Gebirgsmassiv, das sich hier ganz schüchtern unter dem Nebel verbirgt. Zusammen mit diesem schwarzen Sand, dem grünen Gras und das Wasser, das hier reinläuft, da verbringen Fotografen Tage und Nächte. Und hinten hat es ein Filmset Wikingerdorf. Ich glaube, das ist vom Witcher, wer das auf Netflix kennt. Das ist dann sozusagen im Preis mit bei. Vorne hat es einen Stellplatz, kriegst du einen QR-Code und dann kann man hier reinfahren und sich das angucken. So sieht dann doppelt gekniffen aus. Erstens Ebbe, zweitens Nebel. Ich fahre jetzt mal zum Wikingerdorf. Gucken wir mal das an. Und in einigen Stunden komme ich zurück. Alle 12 Stunden ändert sich das hier. Und dann schauen wir mal. Das ist ein eher verwirrendes Detail für ein Wikingerboot. Die Historiker werden da noch mal drüber gucken müssen. Ich dachte immer, die haben rechts gesteuert und sind gesegelt. Das ist der Beweis. Moinsen! Das ist ein dermaßen Gerumpel. Jetzt habe ich mich entschieden, ich mache doch endlich mal Luft raus. Das geht noch 3 Kilometer bis zum Gletscher und dann fahre ich noch zu einer anderen Gletscherlagune. Von daher rentiert es sich diesmal.
Oh, mir wird gleich schlecht. Ja, oh, fett. Der Wattner Jökull. Ausläufer, der größte Gletscher Europas. Was für die Datenenthusiasten, 8100 Quadratkilometer groß, über 3000 Kubikkilometer Eis wird hier vermutet. Der Hammer. Vor 130 Jahren steht da auf einer Tafel, waren hier noch 250 Meter Eis an der Stelle. Haben die Container eingegraben, um das Wasser hier vom Campingplatz wegzuleiten. Da sieht man mal, was da ein Dampf drauf ist, wenn das Wasser anderer Meinung ist als der Container. Moinsen, ich werde mal die hart erarbeitete Beschichtung wegmachen, wobei jetzt hier eine halbe Stunde Fahren im Regen schon einiges beseitigt hat. An fast jeder Tankstelle hat so eine kostenlosen Schläuche und dann kann man. Wer so ein altes, auffälliges Fahrzeug hat, braucht sich natürlich über eine Fanbase nicht zu wundern. Es ist also relativ kommunikativ. Ich mach's mal im Zeitraffer. Da können wir mal zugucken, was passiert. Ach ja, wir machen Gletscher. Also da habe ich so eine Kajaktour gebucht in einer halben Stunde. Und da drüben ist die berühmte Eislagune. Die geben uns Trockenanzüge und dann geht's los. Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Sohlen an den Füßen. Das kenne ich doch von irgendwoher. Also diese Gummistiefel. Das kann nicht mehr als Pappe sein. Aber was beschwere ich mich? So, die letzten Worte. Ich bin da einzig mit einem Einer. Sehr schön. So, ich spiele jetzt mal ein bisschen Titanic. Der Tourguide hat zwar gemeint, man soll das nicht, aber ich glaube, der ist klein genug, dass ich da mal drauf fahren kann. Aber voilà. Man weiß ja aus der Schule, dass da 80-90% unter Wasser sind, aber wenn man es mal anlangt, das ist ja richtig klunk. Boah. Ich sag's ja ungern, aber ist wieder geil. Wahnsinn. Der Guide sagt, das Wasser hat 2 Grad, also besser nicht reinfallen. Also 300 Meter tief. Und die sind normalerweise weiß, die Eisberge, und das da hinten, da ist ein blauer. Und der ist gerade gekentert. Und nach 2 Tagen an der Oberfläche sind die dann die weiß. Und das hat Salzwasser, das ist Salzwasser hier, deswegen schmelzen die auch schneller als normal. Weil sie im Salzwasser schneller schmelzen, kentern sie natürlich auch schneller. Also der ist von einem Tag, spätestens 2 Tagen gekentert. Dann gibt es eine riesige Welle und man ist besser nicht in der Nähe, wenn es passiert. Deswegen passt der Tourguide immer auf, dass man da ordentlich Abstand hält. Der Tourguide hat erzählt, sein Großvater hat ja auch schon gelebt und da ging der Gletscher bis vor an die Küste. Und wo der Großvater sozusagen auf die andere Seite wollte, musste er mit Pferden über den Gletscher. Und der zieht sich jedes Jahr um die 400 Meter zurück. Das war jetzt fett. Also sehr touristisch. Wenn ich die Kamera rumdrehe, stehen da 200 Autos. Ich bleibe jetzt hier stehen, bis ich 10.000 Abonnenten habe. Das kann frühestens morgen früh, glaube ich, spätestens morgen Abend. Nee, Scherz beiseite. Über die Brücke da drüben, drüber auf die andere Seite ist der weltberühmte Diamond Beach. Das Mekka der Fotografen. Das fotografiert man für gewöhnlich im Sonnenuntergang. Sieht jetzt nicht so aus, aber ich glaube, ich bin ja noch eine Weile hier. Ich komme dann nochmal zurück. Fahren wir trotzdem hin. Die Eisberge zieht es bei Ebbe raus aus dem Gletschersee. Die schwimmen dann da raus ins Meer und die Flut treibt sie wieder hoch und dann liegen sie da rum. Blöderweise geht im Sommer die Sonne im Norden unter in Island. Das also richtig gute Fotos gibt es eher im Winter. Aber ich probiere mal mein Glück.
sind ja gar nicht so schlecht geworden, oder? Kostenlose Salzwasserfüße gibt es übrigens mit dazu. Moinsen! Nein, es scheint nur kalt. Also draußen hat es 9 Grad und hier drin ja, ist wahrscheinlich ein bisschen wärmer. Da ich jetzt eh gleich auf eine Wanderung aufbreche, mache ich jetzt nicht noch die Heizung an. Warum ist hier so kalt? Da oben liegt immer noch der größte Gletscher Europas, also sozusagen nur ein paar hundert Meter entfernt und da in die Richtung, wenn ich aus dem Fenster gucke, sind Gletscher zu. Von daher fällt die kalte Luft hier runter und da braucht man sich auch nicht wundern. Da hinten raus ist jetzt der letzte Geheimtipp Islands. Nee, ist nicht so, aber ein ziemlich cooler Canyon. Da bin ich glücklicherweise gestern Abend, als es ein bisschen klarer war, mit der Drohne noch reingeflogen. Sieht spektakulär aus, im Moment hängen Wolken drin, aber ist vielleicht auch ganz cool. Sieht man den weißen Punkt da unten? Das ist ein Typ im Anzug mit seiner Braut. Und die Fotografin vorne raus, die läuft jetzt tatsächlich in den Hochzeitsklamotten hier hoch, um hier Shots zu machen. Abartig. Hat einen eigenen Reiz so im Nebel. Hä? Da steht das junge Glück am Abgrund. Die sind echt hart drauf. Man weiß ja nicht, ist das schwerer Nebel oder schon leichter Niesel. Also ich gebe zu, wenn man da so hoch guckt, mit der Mütze auf dem Kopf und die Decke um die Schultern und die heiße Kaffeetasse in der Hand, denkt man sich, boah, in den Nebel. Aber das hatte jetzt seinen eigenen Stil, ne? War schon sehr geil. Er fährt allen Ernstes mit aufgeklapptem Dachzelt. Egal. Ich stehe mal wieder auf dem Campground. Die ersten 10 Tage war ja Granatenwetter, jetzt ist seit 4, fast 5 Tagen Nebel, kalt, grau, Dauerniesel. Die letzten Tage waren ja so relativ rustikale Campingplätze. Jetzt stehe ich auf einem mit beheiztem Duschhaus, da nehme ich jetzt eine Dusche. Das Ding ist, dass man hier relativ viele verschiedene Moossorten am Körper kultiviert durch diese hohe Luftfeuchtigkeit. Es gibt hier so ein Dermatologen-Set, das die kann man jeder Tankstelle kaufen, um die verschiedenen Moossorten wieder abzukratzen. Und eine Gebrauchsanleitung dazu mache ich jetzt mal, danach geht es mir besser. Puh. Also die haben eine Körperwaage da, vorher und nach dem Duschen, Moos mit und ohne Moos, also 800 Gramm in 4 Tagen, das heißt die Mooswachstumsrate sind 200 Gramm am Tag, deswegen ist das auch so Profizeug hier, aber ich fühle mich jetzt besser. Moinsen, bin immer noch in der Nähe vom Vatnajökull-Gletscher, der ist sozusagen hier einfach nur die Berge hoch, ein paar hundert Meter entfernt, entsprechend kalt ist es hier auch und neblig feucht, also das ist so ein Wetter wie bei uns zu Hause im Winter, 9 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit, der Wind bläst ja vorne in die Hose rein, eiskalt und kommt hinten noch kälter wieder raus, also ein bisschen unangenehm, es sieht auch sozusagen so aus. Ich bewege mich jetzt ein bisschen weiter Richtung Westen, ein bisschen weg von dem Gletscher. Ich hoffe mal, dass es ein bisschen wärmer wird. Das ist wirklich unangenehm. Das sind die Überreste einer Straßenbrücke von einem Vulkanausbruch von 1996. Da gab es da hinten einen Vulkanausbruch unter dem Gletscher. Und irgendwann hat sich das dann sozusagen ins Tal ergossen und da waren bis zu 200 Tonnen schwere Eisblöcke kamen hier runter und 50.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde und haben aus dieser Straßenbrücke Kleinholz gemacht, wie man sieht. 50 Kilometer weg vom Gletscher und schon ist das Wetter erträglich. Also man sieht da oben so ein paar blaue Wolkenfetzen und die Wolkendecke hängt auch nicht mehr 50 Meter über dem Kopf. Und es ist auch mit der Temperatur völlig okay. Der Laster steht da hinter mir. Ich gehe jetzt ein bisschen Fotosession machen zu dem Kameraden hier, sehr praktisch, gerade mal 100 Meter entfernt. Dann wird gekocht und vielleicht kann ich nachher auch den Stuhl rausstellen. Das wäre grandios, oder? Moinsen. Die Gegend ist bekannt für ein ganzes Netz von ziemlich coolen Offroad-Strecken. Saß ich 2 Tage auf dem Campingplatz, gestern hat es ziemlich viel geregnet. Dachte ich mir so, oh, ins Hochland fahren, irgendwie im Nebel bringt es ja nicht. Heute ist mittelleichter Regen angesagt und morgen schwerer Regen und wieder, dann kommt wieder mittelleichter Regen. Das Problem hier ist, es sieht so aus. Das ist der Anfang vom Track sozusagen und ich befürchte, dass da oben natürlich jetzt auch Nebel drin ist. Die Hoffnung ist im Prinzip, dass ich
über den Nebel drüber kommst, geht es so auf 600, 700 Meter hoch. Sind ein paar Flussdurchfahrten dabei. Da es jetzt stark geregnet hat, muss ich es mir angucken und schau mal, wie weit ich komme. Ah ja, warum nicht? Heiser, eine Flussdurchquerung. Man soll es sich ja angucken. Ich guck mal. Der Trick ist hier einen Stein reinwerfen und wenn zwischen Platschen und Aufklatschen auf dem Flussbett nicht allzu viel Zeit vergeht, dann ist es nicht zu tief. Und das waren so 40 cm ungefähr. Weiß nicht, ob man sehen konnte, aber der war jetzt gerade ein Riesenbrocken. Der hat einen Assistenten und der hat ihm den Stein vom Weg gerollt. Wenn ich jetzt da dranbleibe, kann ich vielleicht sehen an dieser Furche da vorne, die da kommt, wie tief es ist. Was ich vorher nicht wusste, und das war letztlich mein Glück, ist, dass die Strecke auch von Superjeeps befahren wird. Das sind diese Dinger, die nehmen halt Touristen mit. Und wenn man dann sieht, dass da einer durchgefahren ist mit einer bestimmten Bodenfreiheit und einer Reifengröße, dann traut man sich das auch zu, sonst hätte ich es nicht gemacht. So sieht einer aus, der im gesetzten Alter seine Unschuld verliert, also die Flussdurchquerungsunschuld. Ich muss ja gestehen, ich habe mit mir gehadert heute Morgen hin und her, fahre ich oder fahre ich nicht, weil wenn man hochgeguckt hat in die Hügel, war halt alles neblig und der erste Teil der Strecke, der war ja auch tatsächlich ziemlich neblig. Aber die Tatsache, dass es jetzt hier oben im Hochland aufzieht, ist natürlich auch wieder grandios. Manchmal wird ja Mut belohnt, ne? Fährt auf dem Mond. Wer hätte gedacht, dass heute noch mal so gutes Wetter ist? Also relativ. Die Landschaft fällt mir auch nichts mehr ein. Die Gegend hier sind die Laki Krater. Das ist der größte dokumentierte Vulkanausbruch der Menschheitsgeschichte. 1783. Da sind 130 Krater entstanden. Sage und schreibe 14 Kubikkilometer Lava auf einer Fläche von 600 Quadratkilometern und das hatte dann auch Auswirkungen aufs weltweite Klima durch Missernten und den Temperatursturz. Das war jetzt härter als gedacht, alter Schwede. Der Regen wurde dann zu einem gepflegten Sturm. Ich war vorhin was essen hinten in der Kabine und konnte mit Ach und Krach die Tür mit beiden Händen noch festhalten, weil sie gepfiffen hat. Und dann kam jetzt richtig viel Nebel auf, die Straße war zum Teil unter Wasser, ganz wenig Sicht und die Furten waren deutlich tiefer als vorher. Also ich musste ein paar Mal richtig gegenlenken, gegen den Wasserdruck von oben. Also das war ein bisschen härter. Das Naturschutzgebiet da oben, hammergeil, also richtig klasse. Nur die Rückfahrt jetzt war ein bisschen härter. Jetzt reicht's für heute. Das war's schon wieder mit Teil 4. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Künstler freut sich über Kommentare, Likes, Abo. Vielleicht hat der ein oder andere noch einen Tipp, was ich nicht auslassen soll. Was gibt's im nächsten Video? Richtiges Kackwetter. Da sitze ich jetzt im Moment gerade drin. Und jede Menge Offroad-Touren, die im Süden im Hinterland passieren. Dann bis demnächst. Ciao, ciao.